Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sky World. In der letzten Folge haben wir uns ja diese ganz coole Rüstung gemacht und auch das Werkzeug, das beste Werkzeug überhaupt in diesem Projekt. Aber wir mussten auch feststellen, dass wir hier ein kleines Problem haben mit unserem Energiespeicher. Und naja, unser Reaktor, der läuft, der hat auch seinen Speicher, aber so, Moment, wie viel sind das hier? 225 Millionen RF, das ist, naja, als Speicher, haben wir ja gesehen, dass es sehr, sehr schnell ausgelutscht ist. Und ich glaube, wir müssen uns um einen neuen Speicher kümmern und deshalb fliege ich einmal kurz hier hin, denn es wird dieser coole Ball. Den wir jetzt hier so sehen, ist Tier 7. Es gibt natürlich Tier 8. Das wäre natürlich der stärkste Energieball. Und den können wir deaktivieren. So. Den können wir gerne machen. Dazu brauchen wir natürlich ganz viel Drachenherzen, die wir uns natürlich im Game-Mode holen könnten. Also wenn ihr Bock habt, den Tier 8 zu machen, dann sagt es doch einfach und schreibt es gerne in die Kommentare. Jetzt habe ich den deaktiviert, da oben ist nämlich auch noch einer. Ich habe jetzt mir zwei Sachen hier mal geklaut, so damit wir einmal zusammen das erstellen. Ich nehme mir einfach alles mal weg hier, beziehungsweise nicht alles, also ein paar Sachen bleiben noch hier, aber den größten Teil hier von den ganzen Blöcken, den nehme ich mit und wir werden auch noch mal so ein bisschen Energie in dieser Folge machen, damit der Ball auch schnell voll geballert wird mit Strom. Ich habe nun alle Rohstoffe mir geklaut von den beiden Bällen, Energiebällen oder wie man sagt, Draconium Energieball. Und für diesen Ball braucht man natürlich bestimmte Sachen. Dazu gehört eigentlich der Energie Core Stabilizer, eigentlich erstmal der Core. Erstmal brauchen wir eigentlich den Core. Der Core ist dafür da, dass man überhaupt erstmal wissen kann. Ich dachte gerade, ist irgendwas explodiert, aber es war ein Wither. Wissen kann, wie groß überhaupt dieser Kern werden kann. Und dazu brauchen wir natürlich ein paar Sachen, wie zum Beispiel Ditte. Das brauchen wir. Ich hätte, glaube ich, mehr machen sollen. Und wir brauchen natürlich die hier. Moment, den habe ich doch. Den brauche ich noch. Den brauche ich jetzt auch noch. Den müssen wir auch noch machen. So. Ich dachte, ich hätte welche davon. Aber okay. 10 Stück. Dann machen wir den. So. Und dann könnten wir eigentlich... Na. Was ist hier los? Start. So. Habe ich irgendwelche Rezepte nicht drin? So. Das ist der Energiekor. Und ich weiß noch nicht, ob es an der Stelle bleiben würde. Ich habe jetzt erstmal nur, ja, blöd, wenn man kein Baumaterial dabei hat. Und ich würde jetzt erstmal gerne hier oben raufsetzen. Sieht vielleicht ganz komisch aus. Müssen wir kurz gucken, wie wir ihn setzen. So. So, hier steht das gute Stück. Jetzt kann man einmal so active, geht ja nicht. Dann wollen wir Tier up, Tier up, Tier up, Tier up, Tier up. Und er sagt Error, Tier up, Tier up. Wahrscheinlich sagt er Error, weil da was vielleicht fehlt oder so. Okay, er sagt gerade, dass der auch nicht geht. Tier up. Das wäre 8. Das wäre so mega krass, ey. Ihr müsst mal verstehen, hier, das sind alles Drachenherzen. Und da habe ich jetzt gerade die Blöcke von den anderen beiden geklaut. Die kriegen jetzt keinen Strom mehr. Und wir werden auch noch in dieser Folge wahrscheinlich den Strom anzapfen von Bobby. Aber wir wollen natürlich nicht so. Wir wollen vielleicht gucken, dass wir den machen. Aber ich glaube, obwohl, der hat eigentlich eine gute Höhe, finde ich, ne? Das ist eine ganz gute Höhe. Kann man machen, also man kann sich das eben anzeigen, indem man hier oder sonst inaktiv, dann weiß man nicht, wo man was hinbauen muss, aber man macht es aktiv, dann sieht man das. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein paar andere Gadgets für diesen Chor, denn er braucht ja einmal einen Stabilisator, der eben einfach hält, beziehungsweise die Energie. Und das sind nämlich die hier, die brauchen wir jetzt einmal und da müssen wir einmal 3 Stück davon machen. Ja, super, 4 Stück meine ich natürlich. Müssen wir also mal wieder davon welche machen. Ich mache ein Stack jetzt. So, fertig. Stack gemacht. Sonst 2, 3, 4. Dann haben wir das. Dann haben wir 4 Stück davon. Und wir brauchen noch den Energie. Genau, das ist nämlich einmal den hier. Den brauchen wir einmal. Okay, Eye of Ender brauchen wir. Ich glaube, jetzt habe ich einen Stack gemacht. Tut mir leid, das wollte ich jetzt nicht. Dann brauchen wir natürlich die. Davon haben wir aber uns jetzt aber eigentlich welche gemacht. Oh, jetzt bin ich falsch abgebogen. So, 2. So.
Wir haben jetzt 4 Stück. 2 für Input, 2 für Output. Damit der Strom natürlich dahin geht und auch wieder weggeht. So, dann nehme ich da welche weg. Und wir brauchen natürlich jetzt nochmal die Transceiver. Transceiver brauchen wir. Genau den hier, weil wir möchten natürlich das alles schnurlos machen. Strom da reinschmeißen. Man kann natürlich auch mit anderen, mit diesen Plugs kann man natürlich machen, Flux-Plugs. Aber wir möchten das natürlich mit dem machen. Und Leute, nur einmal ganz kurz. Also ich mache das jetzt auch wirklich nicht, dass ihr jetzt wieder denkt, ich mache es in Game-Mode. Weil ich ziehe mir jetzt einfach, ich mache jetzt hier ganz viel davon, weil ich glaube, ich davon auch einige brauche. Deshalb machen wir mal hier jetzt ein paar fertig. Weil wenn wir nachher natürlich den Strom von dem einen oder anderen anzapfen wollen, brauchen wir natürlich von dort auch einige Transceiver. Und deshalb mache ich mal gleich ein paar mehr. Ja, 20 Stück können wir davon eigentlich machen. Das Einzige, was wir uns jetzt erstmal im Game-Mode holen müssen, ist natürlich den Ender Crystal, weil ich müsste jetzt ganz viele Endermen mir suchen, um die dann eben einzufangen, die Seelen. Und das wird doch, glaube ich, doch ein bisschen zu krass, deshalb machen wir einfach jetzt hier, ich hatte gesagt, ich mache es immer öffentlich, Game-Mode 1 und dann ziehen wir uns mal Vibrant oder Ender Crystal. So, wo ist er? Da. Ziehen wir uns einfach mal einen Stack, weil wir brauchen wahrscheinlich immer welche davon. So, jetzt gehen wir wieder zurück in den Game Mode 0. Und da haben wir natürlich davon auch welche. Also können wir die jetzt auch reinschmeißen. Und dann können wir uns jetzt einfach das Rezept ziehen. Dann haben wir ein. Ich glaube, ich habe zu wenig Redstone-Blöcke. Ich glaube, ich brauche viel mehr. Das Ding frisst also sehr, sehr viel Redstone. Klar, man kann natürlich sagen, ja, du hättest wahrscheinlich auch genügend Redstone gehabt, aber ich glaube, so ist es viel einfacher jetzt. Habe ich mir Redstone-Eier mitgenommen? Nee, ne? Man sieht so ein bisschen das Gerüst schon, was ich überhaupt. Man muss eben aufpassen, dass man wirklich jede Ecke auch trifft. Wenn man natürlich jetzt hier einen Fehler macht in dem Gerüst, dann ist es nachher ärgerlich, weil da muss man dieses Loch suchen, wo dieser Fehler ist. Und das kann natürlich ziemlich anstrengend sein. Leute, ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Ich hatte 2 Blöcke. Weil ich das so gesehen hatte, dachte ich, es geht auch immer mit 2 Blöcken. Aber es sind keine 2 Blöcke, es ist nur ein Block. Und wenn man das natürlich falsch aufbaut, weil man nicht sehen kann, wo eben der Stabilizer hin muss, kann es natürlich sein, dass man dann eben die ganze Zeit... Ich habe nämlich den einmal komplett abgebaut, habe den nochmal neu aufgebaut, um zu gucken, ob das funktioniert. Und es geht immer noch nicht. Jetzt bin ich ehrlich irritiert, weil ich nicht weiß, was jetzt falsch ist. Ich habe ihn jetzt neu aufgebaut, ich habe ihn jetzt angeguckt. Okay. Ich habe nämlich einmal kurz geguckt, inaktiv, und dann habe ich gesehen, okay. Aber er braucht nicht ein, er braucht mehr davon. Na gut, alles meins jetzt. Nehme ich jetzt auch alles mit. Na super, man sollte sich vielleicht die Folgen im Voraus komplett mal anschauen. Obwohl es war noch der kleine Energiespeicher. Jetzt habe ich natürlich den großen und so, alles mitkommen. Und ich habe das nicht gesehen, wie es beim anderen ist. Ich dachte eigentlich, das würde nur einer sein, aber nein, man braucht davon natürlich ein paar mehr. So, dann haben wir das nämlich auch alles und dann sollte es jetzt eigentlich klappen, wenn man, genau, jetzt ist er auch stabilisiert, noch active. Boah, jetzt haben wir so ein riesen fettes Ding. Das ist der Energiespeicher jetzt für uns und ich finde, eigentlich ist die Position ganz cool so über dem Haus. Also, hier kommen die Pylonen hin und jetzt brauchen wir natürlich noch das Glas, so, so und so. Jetzt haben wir das Glas nämlich auch drauf und man sie natürlich einstellen. So, in Kern. Dann machen wir hier raus und raus. Dann bauen wir uns die Transceiver jetzt einmal hier an. So, die laden sich jetzt auf. Und hier muss es rausgehen. Dann machen wir einfach hier dann auf Send. Hier ist es nämlich das gleiche. Send. So, man sieht jetzt gerade, die Kugel befüllt sich natürlich nicht sehr stark.
Wir ziehen aber jetzt hier einmal kurz den Strom weg. Bobby, wo hat er denn ein Stromkabel? Wie ist denn sein Stromkabel? Wo hat er echt? Ach, ich glaube, der hat gar kein Stromkabel, das ist alles verlinkt, ne? Aber irgendwo muss sein Energiespeicher sein, hier. So, genau, da ist der Energiespeicher. Ich glaube, meinen setze ich einfach mal daran. Oh, hier ist ja ein kleiner Besucher. So, weg ist er. 60 Attack Damage. Und jetzt seht ihr, auf einmal wird hier der ganze Speicher leer gesaugt. Ich glaube nicht nur, weil ich drin bin, oder? Wenn ich jetzt hier wieder das wegmache. Ja, dann läuft es. Und wenn ich ihn jetzt wieder so mache, dann läuft es für mich wieder besser. Also, Bobby, klauen wir jetzt auch mal den Strom. Jetzt gehen wir mal kurz zur Mitte. So, dann saugen wir den jetzt auch einmal leer. Also, hier habe ich jetzt auch einen hingestellt. Der saugt jetzt das auch alles leer. Also, hier haben wir natürlich auch unser Strom angezapft. Ja, und wir sehen mal kurz hier. Wir machen knapp 55.000 RF pro Tick. Das Ding, wir sind... Aber guck mal, wir haben 0,004% gerade von dem Speicher voll. Also, wenn ich das so laufen lasse, Strom, wir müssen uns mal gucken, dass wir nochmal Solarpanel alle updaten. Also da kommen jetzt auch einige. Hier sind natürlich welche drin. Aber ich glaube, wir haben jetzt eine gute Chance, viel zu machen, allein mit dem Energieball. Wir sehen hier gerade, wie schnell hier alles gesendet wird und wie schnell er alles empfängt. Also das ist schon eine sehr, sehr coole Idee hier mit dem Ball. Ich würde sagen, lasst ein Like und ein Abo da. Nächste Woche wird es wieder eine Folge geben, wo wir was klauen. Nicht nur in dieser Folge haben wir Strom geklaut, wir werden wieder was anderes klauen. Wir haben jetzt letzte Folge haben wir es geklaut, jetzt klauen wir diese Folge etwas. Oder haben wir etwas geklaut? Nächste Folge klauen wir wieder was. Es ist ein großer Umzug, steht uns voran, in unserem Haus. Ich muss mal noch mal überlegen, in welchem Haus wir das machen. Auf Wiedersehen, ciao.